Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play NASCAR Heat 4. Ja, eine neue Folge für euch und jetzt, wir gehen los zum Jefferson. Ja, das war ein erfolgreiches Rennen in die letzte Folge, aber jetzt mal sehen mit Jefferson, das ist kompliziert. Jetzt, wobei, ich habe jetzt auch die letzte Training, Trainingsstufe bei dieser Aufhängung Personal und noch die Aero auf Maximum gestellt. Werden mal sehen. So, Road Course. Da muss ich auch erstmal meine. Ah, jetzt auf einmal sind wir beim 85, okay. Maggie Palmer, jawohl. Und Aufhängung, ja, okay. Start Work. Jawohl. Okay, Erfolge haben wir. So, jetzt. Okay, wir treffen uns jetzt im Jefferson. Bis gleich. So, wir sind im Jefferson. Jetzt, wir starten. Erstmal die Freitraining. Mal sehen, wie das funktioniert jetzt dieses Mal. Wie das neue Setup oder Fahrzeuganstellung. Durch die komplett Mechaniker. Okay, aber jetzt habe ich auch mehr Stabilität. Es ist auch nicht so verkehrt, weil ich habe auch mehr Stabilität. Und, mein Lieber, ich bin auch schön schnell, 150 Miles. Aber ich habe auch früh gebremst. So, jetzt, ja. Ja, ich muss auch sehr viel Drift. Okay, jetzt, let's go. Let's go to Rumble. Ah, hier komme ich noch raus. Ich habe auch leider auch nicht so geplant, hier so rauszukommen. Oh je, oh je, oh je. Ich mache auch einen großen Fehler. Okay. Jetzt mal sehen, wie viel ich erreiche jetzt. Ich habe auch nicht aufgepasst. Ui, ui, ui. So, gerade, jawohl. Ah, ja, 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 ja. Habe ich auch eine die Mauer getroffen, aber 21, das ist auch besser als alle andere Rennen, was ich habe gemacht im Freitraining auf dieser Strecke. Okay, nächste Session. Wir gehen in die Qualify. Und 1:13, ja gut, ich mache vielleicht 1:19 oder 1:18 vielleicht, aber ja, ich komme immer so voll raus, ist auch nicht so gut. So, jetzt, jawohl. Zum Glück ist das auch nicht. Oh, ich habe auch mein Aero hat schon Schade.
Ah, ja. Okay. Da muss ich jetzt aufpassen. Bestimmt habe ich auch nicht mehr so die Handling auf dieser Rennstrecke. Ja, ich sehe das gerade. Okay, aber die Zeit ist noch nicht mal gestartet. So, IRR muss ich aufpassen. Nein, IRR mache ich keine Fehler, aber das ist danach. Okay, IRR, alles gut. So, jetzt. IRR mache ich die Fehler. Immer, dass ich komme raus. Ja, jetzt habe ich auch. Ah! Ich habe es noch nicht komplett im Griff, diese Kurve. Okay, hier, kein Problem. Hier, ja. Da bremse ich auch viel zu früh, aber dadurch ist auch eine super. Ja, jetzt, ich habe euch gesagt, ohne Aero, so mit Aero schade. Das funktioniert auch nicht so gut mit Handling. Okay, geradeaus. Okay. Ah, die Verlöre mache ich auch. Oh je, oh je, oh je. So, jetzt ich nehme alle viel zu viel Risiko. Aber ich bin noch schlechter als im Freitraining. Ja, durch diese Aero. Schade, ich merke auch, dass ich gehe auch nicht so richtig. Okay. Jetzt muss man hier rauf. Das ist wäre auch besser im Rennen. Obrescott ist having a stellar weekend. Okay, Obrescott hat die Pole Position gemacht. Okay. Und ein, der ist zurückgegangen auf die so, Platzierung und die Startfeld durch Reifenwechsel. Okay. Kann man auch nicht die Reifen wechseln. Okay. Oh, aber jetzt. Sehr gut, ich komme noch zurecht, direkt. Okay. So, Glovka, Bewegung. Er ist viel zu langsam für mich jetzt, der Glovka. So, der Glovka. Ja, jetzt, ich merke auch schön, dass die Fahrzeug durch diese ganze Übrede. Er geht viel zu so, das geht sehr leicht mit Handling auf die Strecke und das ist auch sehr gut. Ja, und das Spiel ist auch sehr gut gemacht, weil Sie sehen auch, dass ohne diese ganze Hybride, da können Sie auch noch nicht mal etwas erreichen. Ich finde das auch super. Okay, die KI sind manchmal so aggressiv, Sie sehen auch das. So, jetzt ich bin auch zurück auf die 24. Platz, ja. Danke, ich weiß auch nicht, wer das war. Aber der hat mich auch geschoben. So, Bewegung jetzt, ich komme auch. Ich will auch mich einmischen. So, jetzt gerade, jawohl. So, jetzt komme ich auch dran. Ah, Glovka. Ah. Er ist immer noch neben mir. Vorhin habe ich ihn überholt und jetzt, der hat mich auch überholt. Okay, aber jetzt, ich versuche mal, ihn zu überholen. Okay, Makab, oh je, Glovka kommt auch zurück, oh je.
Was ist das für ein Rennen wieder? So, Full Speed jetzt. Oder Full Speed. Okay, 16. Der 16 ist vor mir, okay. Willis, okay, Willis, mach Platz, Willis, mach Platz. Ich sehe auch nicht mehr. Ja, ich habe euch gesagt, ich sehe auch nicht mehr. Wenn der Willis macht auch keinen Platz für mich. Ah, da. Okay. Die Rennen ist vorbei, aber trotzdem, das war auch eine gute Position am Ende, 17. Platz. Man könnte sich auch nicht beschweren. So, und Ergebnis am Ende, Gesamtwertung. Ich hoffe mal, dass ich aber auch einen Platz gut gemacht. Nein, ich bleibe 18. Okay. Ah. Obrescott hat die schnellste Runde gemacht und da war sie 4. Ja, dann hat sie gewonnen, glaube ich. Auch. Okay. Oh, und die ganze Zeit, da steht auch meine Maus. Es tut mir leid, Leute. Ich habe es auch nicht aufgepasst. Dass die Maus war auch immer auf dem Bildschirm. So, 17. Platz. Okay. Und der Vertrag ist abgelaufen. Okay. Kein Problem. Okay, alle bekommt etwas von mir, etwas schön. Okay, die Klaus. Aha. Jetzt meine große Leistung hat sich bezahlt. Jetzt will eine Teams mich haben. Okay, Smoke Racing is asking you to join their team. Okay. Und was ist das? Red Tox, we have been watching you for a while now here at Smoke Racing and we think you did make a great addition to our team. Please consider join us at the end of season. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das, ich sehe auch schon, dass die Team hat 5 Sterne. Ja, ich nehme auch die diese Angebot. Ja. So, Rennen Nummer 12. Und da muss ich auch erstmal schauen über wieder Top 10 zweimal. Ja, das bezahlt auch nicht so viel. Zweimal Win. Ah, ja, okay. Ich nehme alles, was kommt. Okay, continue. Sowieso jetzt, ich habe auch. Ich muss auch erstmal gucken. Cancel. Was ist noch geplant nach der Saison? Nächste Saison. Wir sind schon bei Smoke Racing. Okay. Ah, gut. Ich weiß auch nicht, was bringt uns Smoke Racing. Ich sehe auch schon. Nein, wir bleiben beim Smoke Racing, ist sowieso die neue Angebot, dann kein Problem. So, Tag 8 ist die nächste Rennen. Okay. Das ist ein Long Track. Dann muss ich auch wieder das Fahrzeug auswählen. Und jetzt, okay. Start Walk.
Okay, jetzt Select Car. So, Long Track. Okay, dann wir treffen uns im Taggart. So, willkommen im Taggart. Jetzt wegen ihm frei Training. So, 1900 ist die Zeit, dass ich muss erreichen. Okay. Erstmal sehen, wie es handelt sich alles hier. Oh je, oh je, aber ah, ja. Diese Strecke ist auch. Ich muss aufpassen, ja. Weil ich bin auch sehr gern mit Schneide. So, ich schneide auch vielleicht zu viel die Kurve, ihre. Diese Kurve, meinte ich. Jetzt ja. Besser genommen. Aber trotzdem keine gute Zeit. Okay, ich mache noch diese Runde und dann machen wir auch direkt Qualify. Weil ich glaube nicht, dass ich bekomme eine gute Zeit. Oh nein, nein, nein. Auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Das hat sich erledigt. So. Der bekommt sowieso immer das gleiche Geld. So, nächste Session. Qualify, jawohl. Jetzt mal sehen. Ja gut, mit 20 Sekunden ist auch nicht so verkehrt, wenn ich erreiche auch diese Zeit. Ist sehr, sehr schwierig, wieder diese Kurve mitzunehmen. Okay, 18, 19, 20, ja, 21, ja, okay. Oh, wir sind 20 am Ende. Kein Problem. Da mache ich auch gern mit. Okay. So, jetzt Start Race. Jetzt mal sehen, wer ist Erste? Todd Legar ist Erste, okay. So, dann wir sind am Start. Und wir hoffen, so ich hoffe mal auf ein gutes Mittelfeldplatzierung. So, ich meine 15. Wäre auch sehr, sehr gut. Ja. Alles gut. Ich wusste das auch. Yellow Flag, okay. Ja, das war auch nicht so gut, das Start. Okay. Aber jetzt, ich komme zurück. Ich hoffe mal, dass ich habe noch Chance. Wow, danke. Das war Dennis, ja. Okay, 15. Platz. Ja, danke. Glowka, ja. Glowka hat mich geschoben. Ja, jetzt ich habe ihn auch geschoben. Ja. Boah, aber ich. Oh, ja. Schon wieder. Und jetzt, ich bin auch komplett wieder zurückgefallen. 23. Position. Oh, ja, okay. Ja, diese Rennstrecke hier ist auch nicht so leicht.
Und dadurch, dass es auch. So, jetzt komme ich dran, jawohl. Und ich muss auch versuchen, auch nicht an die Mauer zu gehen. Okay, die haben. Ah! Ich versuche auch nicht an die Mauer zu kommen. Aber dann die andere, die schieben mich auch. Dass ich muss auch rausgehen auf diese Strecke. Nein, ich bleibe auf die Strecke. So. Nein! Ah, mein Liebe! Ja, super! Da haben die mich alle geschoben, ja! Und ich wiederum nicht wieder. Ah, danke! Okay, Makebe. Die Freundin, die mich gern. Nee, nein, 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 das ist nicht Makebe. Ich hab. Ich weiß auch nicht mehr, Kobe war das. Die Freundin. Okay, jetzt komme ich zurück, aber boah. Extrem schwierig, ne? Da ist auch nicht so viel Platz und. Ja, ja, okay, 15. Platz jetzt. Es wäre okay, wenn ich behalte das auch. Ah! Das war der Glovka, hein? Glovka, hein? So, aber die Mauer habe ich auch gesagt, ich hätte gern das nicht direkt. So, Boswell, ja, 16. Platz. Ja, ich wusste das auch, dass ich könnte noch die Mittelfeld erreichen, aber mehr war auch nicht dran. Okay. Es gibt auch Kohl wieder, ja. Und 19. Oh, ich bin auch gerückt. Ja, Scott ärgert mich überholt, okay. 16. Platz, ja, kein Problem. Tony Stewart, okay. Finish Event. So, 16. Platz, ja. Ich habe auch gesagt, ich könnte noch nicht mal kämpfen. Mit die erste, das war auch extrem schwierig. Aber trotzdem, 16. Kann man auch zufrieden sein. So, Brian McCabe, ja, okay. Apologize. Und close, okay. So. Dann haben wir noch zwei Rennen und dann ist die wieder die Saison Nummer 3 am Ende. Und da bin ich mal gespannt, was ist mit dieser neue Sponsor. Ja, ich weiß es nicht. Smoke, okay, was ist das für ein Teams? Ob vielleicht mal wechseln von Kategorie, vielleicht gehen wir an etwas anderes. Das wäre auch nicht verkehrt, weil jetzt 3 Saisonen mit Dirt. Es ist gut, aber man wollte auch etwas anderes sehen, oder? Okay, ich wünsche euch alles gut. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Bleibt dran, ich wünsche euch alles toll. Ciao.